Ja, hallo zusammen. In diesem Video aus dem Bereich Neurobiologie stellen wir euch das Ruhepotenzial vor. Beginnen wir mit der Definition. Als Ruhepotenzial bezeichnet man die negative Ladung eines Axons gegenüber seiner Umgebung, im nicht angeregten Zustand. Im Regelfall beträgt es minus 70 mV. Hier seht ihr die experimentelle Messung des Ruhepotenzials. Zunächst gibt man einen Axon in eine physiologische Kochsalzlösung, welche die natürliche Umgebung des Axons simulieren soll. Meist werden hier wegen ihrer besonderen Größe die Axone von Tintenfischen verwendet. Mit einer Mikroelektrode wird in den Axon gestochen, das seht ihr hier. Diese Mikroelektrode ist mit einem Spannungsgerät verbunden. Des Weiteren gibt es noch eine Bezugselektrode, die seht ihr hier. Im unangeregten Zustand zeigt das Spannungsmessgerät minus 70 mV an. Wo liegen die Gründe für das Entstehen des Ruhepotentials? Nun, zum einen basiert das Ruhepotential auf einer speziellen Ionenverteilung innerhalb und außerhalb des Axons. Diesen Ansatz bezeichnet man als Ionentheorie. Eine andere Ursache besteht in der Semipermeabilität der Axonmembran, welche nur bestimmte Moleküle, in unserem Fall Ionen, hindurchlässt. Schauen wir uns die Ionenverteilung genauer an. Im Inneren des Axons sind viele Kaliumionen und organische Anionen, jedoch kaum andere Ionen. Im Äußeren des Axons gibt es viele Natriumionen und Chloridionen, aber kaum Kaliumionen und überhaupt keine organischen Anionen. Die semipermeable Membran ist für Kaliumionen gut durchlässig. Natrium- und Chloridionen können die Membran kaum passieren und organische Anionen können das Zellinnere überhaupt nicht verlassen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern des Ruhepotentials, nämlich den beiden vorherrschenden Kräften. Diese sind zum einen die Ladungsdifferenz und zum anderen die Konzentrationsdifferenz der Ionen. Allgemein versucht das System aus Axon und Außenmedium immer, den Ladungsausgleich und den Konzentrationsausgleich auf gleichem Niveau zu halten. Wie ihr nun wisst, sind im Zellinneren mehr Kaliumionen als im Zelläußeren. Folglich bestreben es die Kaliumionen entlang des Konzentrationsgradienten nach außen zu strömen. Dabei wird das Axon Äußere immer positiver geladen, da Kalium ja einfach positiv geladen ist. Und gleichzeitig wird das Axon Innere immer negativer. Dies geschieht so lange hin und her, bis sich ein Gleichgewicht zwischen Ladungsdifferenz und Konzentrationsdifferenz eingestellt hat. Da die Membran auch im geringen Maße für Natriumionen durchlässig ist, können diese das Ruhepotential über längere Zeit hingesehen negativ beeinflussen. Damit dies nicht passiert, gibt es die Natrium-Kalium-Pumpe. Ihr könnt sie euch vorstellen als einen Kreisel mit 5 Sitzplätzen inmitten der Zellmembran. Unter Energieverbrauch dreht sie sich, wobei sie pro Drehung 3 Natriumionen nach außen befördert und gleichzeitig 2 Kaliumionen hineinbefördert. Folglich hat die Natrium-Kalium-Pumpe einen großen Anteil daran, dass das Ruhepotential stabil bleibt. So, das wär's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Weitere kostenlose Lernvideos findet ihr auf unserer Homepage www.forschtv.blogspot.de.